stehen, Timmy. Ich will doch nur, dass du vorbereitet bist. Worauf? Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklinke im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ändern. Zu deiner Zeit war es ja offensichtlich egal, ob man mit so einer Rübe rumläuft. Aber heute kannst du einfach nicht mehr so scheiße aussehen. Vielen Dank. Die ganze Kacke ist schon schwer genug für mich. Und sie wird nicht leichter, wenn die eigene Mutter einem auch noch Unterricht im Moralsex gibt. Ja, Entschuldigung. Entschuldige bitte, seit wann verstehst du keinen Spaß mehr? Ich muss los! Ich hab dich lieb, du Arsch! Bisschen spät, wenigstens war deine Nase wirklich, Mann. Ey, wo lässt du deine Nasenhaare mähen? Das will er mal auf, die ganze Luft wegzuatmen. Als dein Zicken heute aus dem Haus ging, konnte man es bei Google Earth sehen. Hier sitzt Titti. Danke. Da sitzt auch Titi. Nee, sitzt sie nicht. Riech mal, was ich denke, Gonzo. Wir haben keinen Bock auf dein Rotzmassaker hinter uns. Also geh mit deinem Kolben auf den Behindertensitz, ja? Sorry, ist da noch frei? Danke. Missy! Test, Test. Alle nochmal herhören, bitte. Das hier ist Roxane, eure neue Mitschülerin. Herzlich willkommen. Vielleicht möchtest du irgendetwas sagen. Hallo, nennt mich Roxy. Frage? Wieso kommst du mit einem Jahr zu uns? Ich bin in England vom Internat geflogen. Foxy, eine Frage. Dein Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein? Keine Ahnung, wie viele Eier passen denn in dein großes Maul? Meine Fresse, was eine Braut. Krass viele Bücher. Ja, konnte mich nicht entscheiden. Kann's gern gucken. Camus. Man spricht das Camus aus. Camus. Ich geh was essen. Herr Fuchs, warte! Komm mit! Darf ich reinkommen? Sei doch kein Otto, Junge. Du bist voll das Gesichtsgulasch. Da gibt's doch bestimmt Gelder von hier. Aktion, Mensch. Oder so ein Facebook-Dings, 50.000 Likes. Mhm. Und du kriegst die Fresse getunt. For free, Mann. Ja, danke. Ich denk mal drüber nach. Oder RTL-Spendenmarathon. Mhm. Oh, nee. Noch viel besser. Red Nose Day. Ja. Verstehst du? Wegen Nose? Ja. Ich bin so geil witzig. So witzig wie ein Tritt zwischen die Beine. Ey Fuchs, wieso nimmst du mich nicht ernst? Hm? Willst du für immer eine Gummipuppe vögeln? Okay, es gibt echt gute, aber die blasen dir keinen Mann. Ja, Mann, das ist ja auch das Wichtigste in einer Beziehung. Ja, voll, finde ich auch, Mann. Hier, der Benno, ne? Der will die Dings, die Foxy ficken. Die neue. Was? Wir haben gewettet. 50, wenn er es diese Woche schafft. 100, wenn er sie ins Gesicht spritzt. What? Mit Videobeweis. Das heißt übrigens, ihr ins Gesicht spritzt. Ich kann deutsche Kartoffel. Ich bin nicht blöd. Ich stelle das Fox-Video auf YouPorn und dann kriege ich meine Kohle 10-fach raus. Killer, Mann. Wir müssen mal über Benno sprechen. Keine Angst, Arschlöcher erkenne ich sofort. Nee, Mann, du unterschätzt ihn. Der ist gefährlich. Bis jetzt auf mich aufpassen. Mann! Ich erzähl dir okay, mal. Okay, Sere, Sendepause. Wenn Mirachi gegeben ist, kannst du dich gleich verpissen. Das brauche ich echt nicht. Ich habe schon genug Leute, die mir sagen, was ich tun soll. Ich mag dich, aber wir Freunde sein wollen, keine Ratsche, keine Besserwissereien, keine Tipps, gar nichts. Das können wir das gleich lassen. Hey, redet ihr über mich? Ja, ich habe gesagt, was für ein Arschloch du bist. Ja, aber ein ganz liebes Arschloch. Ich kann selbst auf mich aufpassen, okay? Und das ist die Mauer, die von 1961 bis 1989 Berlin geteilt hat. Wer von euch kann mir sagen, von wem sie gebaut wurde? Hitler! Trump! Oh, Hitler! Oh mein Gott, du denkst so wie ich? Oh, wir sind krass, die vietnamesischen Zwillinge!
Warum machst du nichts an? Ich find's bequemer so. Ey, wo ist denn hier Haftbefehl für Fußgänger geblieben? Wer? Jam. Der ist umgezogen zu Ben und den anderen. Das sind ja mal richtig gute Nachrichten. Ich habe auch welche. Hör zu. Roxy hat sich in dich verknallt. Mega! Naja, so anverknallt oder sowas. Naja, auch mega! Besser du als Ben und die Drecksau. Du musst ihr was schreiben. Aber das kann ich nicht. Wir machen Teamwork. Du übernimmst die Musik und ich die Worte. Bam! Du malst mit Lippenstift ein Polka. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf dem Mond ab. Du bist die Heldin vom Block. Dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße. Du kannst in die Zukunft schauen in deiner Kaugummiblase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf dein Brot. Nachts gehst du nah aus einer Streicheln im Zoo. Wenn das UFO kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht. Ist doch nicht great, oder? Oh mein Gott! Fängt mein Kopf an zu drehen, es gibt viele, doch ich spüre, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns sehen. Morning. Gut geschlafen? Ich habe kaum geschlafen. Ich habe mir die ganze Nacht seinen Song angehört. Rick hat mir einen Song geschrieben. Mir, einen Song. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich glaube, er hat ihn nur für mich aufgenommen. Ruhig, Brauner. Wie ist denn der Song? Mega. Mega schön und krass lustig. Echt so gut? Mhm. Ihr habt einfach alle ein falsches Bild von ihm. Ihr versteht ihn einfach alle nicht. Ja. Man kann ja keinen im Kopf gucken. Leider. Ja. Da ist er. Rick. Setz dich doch. Hi. Hm? Ist du dir immer so? Yep. Ich reite vom Hof. Tschüss. Brustmuskeln, check. Bizeps, check. Warum ist dieser Typ da im Spiegel so fresh? Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklinke im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ändern. Lass mich los, ich bin krank! Halt, halt, halt. Dein Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein? Wie viele Eier passen denn in dein großes Maul? Meine Fresse, was du Braut. Nennt mich Roxy. Cyril. Bist du noch Jungfrau? Sieht man das? Das ist die Mauer. Wer von euch kann mir sagen, von wem sie gebaut wurde? Frank! Oh, Hitler! Wie ist er? Etwas von der Hauptsicherung, wenn du mich fragst. Hi. Hey. Hm? Flossen weg von meinen Sachen. Und die Maske ist tabu. Kein Wort zu niemandem. Ich mach dich mal ernst und du machst nichts daraus. Die Maske macht mich nicht aus. Sieht nur Macht auf dich aus. Du bist wie schimmliges Gemüse. Ich mach mir nichts draus. Du warst der Hammer gestern. Hä? Foxy hat sich in dich verknallt. Mega! Foxy hat dich mit meiner Maske gesehen. Hey, der Benno, ne? Der will die Foxy ficken. Mit Videobeweis. Ich stell das Foxy-Video auf YouPorn. Was? Er will sie ficken, bumsen, flachlegen, einlochen, wegflanken, in Beugehaft nehmen. Ich nehme sie gleich in Beugehaft. Mann, du musst um ihre Liebe kämpfen. Aber das wird nicht einfach. Du übernimmst die Musik und ich die Worte. Dein Handy. Du malst mit Lippenstift ein Polka. Du hast jeden Tag Geburtstag, bunte Blume. Das schönste Mädchen der Welt kriegt Plüschaugen in deiner Nähe und du rennst einfach weg. Ich hab Angst. Fängt mein Kopf an zu drehen, es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Mich hast du doch nur vorgeschickt, weil du Schiss hast. Lieber, wo ich bin, geht die Welt und dann ich reiß alle mit. Und vielen Dank, dass du ständig mit mir abhängst. Du bist es. Immer wenn wir uns ja! sehen. Hier mit Daumen und Zeigefinger zudrücken. Kannst du ins Vorspiel einbauen? Guck mal. Jetzt muss ich immer, wenn ich ein Kondom sehe, an meine Mutter mit einer scheiß Banane denken.
Dankeschön.